Oh, verdammt, das tut mir so leid. Das ist nicht gut. Greift ihr mich an? Tatsächlich. Greifen mich jetzt alle an? Einen Moment mal bitte. Der fand das nicht so cool, ne? Ah, stopp! Doch, alle schießen auf mich. Gut, dann müssen wir das von vornherein einfach lassen. Aber zumindest haben wir jetzt da unsere Sicherheit, dass die Waffenkammer tabu für uns ist. Was verdammt schade ist, es sei denn, naja, ich will es darauf anlegen und Megaton danach nie wieder besuchen. Gut, okay, alles klar. Weiter im Text. Ach, Herr Jemini, das nächste, was ich jetzt fast vergessen hätte. Wenn wir sowieso schon hier in Megaton sind, dann können wir ja Jenny, ich hoffe, sie heißt Jenny, die Nachricht überbringen, dass ihr Bruder noch lebt und, naja, gut, ihre Eltern leider tot sind. Sie war hier, ne? Bei Moriarty im Saloon. Auftrag erledigt und ich weiß gerade gar nicht, warum immer noch die Kampfmusik an ist. Ich glaube, das ist ein Soundbug. Ich lade mal ganz kurz, ganz schnell. Nee, ist... Naja, gut, das wird wahrscheinlich anhalten, solange wir hier in Megaton sind. Aber keine Panik. Ist nur die Musik. In Wirklichkeit ist jetzt gerade alles ganz cool. Die ist gar nicht hier. Oder schläft sie? Vielleicht hinter dieser verschlossenen Tür. Können wir mal ganz kurz die Aufgabe aktivieren. Nein. 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 Gilt das jetzt als abgeschlossen? Ja, es reicht. Achso, ich dachte, ich hätte nochmal zu ihr gemusst. Nein, dann ist er in Ordnung. Dann können wir ja wirklich weiter. Dann können wir endlich rüber nach Germantown, denn da warten noch ein paar Geiseln auf uns, die wir retten müssen. Genau richtig, die Leutchen aus Big Town. Und da ist Germantown. Wir kommen von hier. Oh, sehr schön. Minefield ist direkt daneben. Das müssen wir ja noch für Moira machen. Da müssen wir mal vorbeigehen und ein paar Splitterminen einsammeln. Ach, Herr Jemini. Und es wird immer größer. Cool. Nice. Ein Glück ist hier die Schnellreise wirklich schnell. Könnte aber auch an der SSD liegen. Tippe ich jetzt mal so drauf, ne? Okay. Hey. Oh mein Gott, es geht schon wieder los. Ich habe nichts gemacht. Spring. Alter Schwede. Ach nein. Jetzt wieder alles voll mit Supermutanten. Übel. Na, habe ich vielleicht noch ein Scharfschützengewehr? Ja, auf 6? Nee. Wo ist mein Scharfschützengewehr? Auf welcher Taste? Warum ist das nicht auf der 7? Alles klar. Yay! Komm her, du Supermutant. Oh mein Gott. Das ist die absolute Katastrophe. Wir hätten schon dreimal schießen können. Ups. Schön auf den Kopf, Mann. Immer schön auf den Kopf. Wobei die Knarre wegschießen. Das machen wir vielleicht als allererstes. Ja, komm noch ein Stück rum. Stopp, aufhören. Das ist so cool eigentlich in dem Spiel, dass man die Knarren wegballern kann. Nein, mein Freund, du bleibst schön hier. Das wird nichts. Oh, und dann jetzt die Knarre her. Oh. Ist alle. Unsere Maschinenpistole war alle. Floppdiwupp. Oh Mist, da kommt schon der nächste. Ja, wollen wir dem auch den Hammer wegballern? Wir können das sogar, ne? Oder? Ja, tatsächlich. Oh, wir haben einfach nicht genug Munition. Oh, klasse. Natürlich nimmt er jetzt das Sturmgewehr von seinem erlegten Kumpel. Oh mein Gott. Wir müssen da ran.
Und noch einen. Noch einen. Gib ihm noch einen Schuss. Oh, 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 stopp, 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 Klippo, Klippo, Klippo. Das ist echt haarig gerade. Super haarig das Ganze. Nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir nicht. Wo liegt dein Kollege? Ist das dein Kollege? Nicht wirklich. Wo liegt denn der? Ich habe ein wenig die Übersicht hier verloren, den Überblick. Der muss da hier irgendwo rumliegen. Ach, nimm mir doch einfach den da. Danke. Und dieses Sturmgewehr ist nichts wert. Schade. Dann lass es liegen. Oh Gott, da ist wieder der Minigun-Typ. Wie kann das sein? Ich habe euch alle ausgeräuchert. Nicht cool. Gar nicht cool. Sturmgewehr ist auf... ich weiß nicht. Eins? Ich glaube ja. Ja. Speichern. Und go. Go, go, go. Das muss jetzt sein. Die fallen uns sonst in den Rücken. Vielleicht erst die Waffe wegballern, ne? Ich glaube ja. Ich glaube, das sollten wir tun. Aufhören, 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 aufhören. Stopp, 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 mein Freund. Muss ich dir auch noch das Beinchen verkrüppeln? Hat nicht gereicht. Was macht er da? Das ist völlig wahnsinnig. Meine Güte. Was für ein haariger Auftakt. Jagdflitte, nimm mit für die Reparatur. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier zurechtkommen. Ich meine, wenn wir sowieso schon hier wieder sind. Schade, ich dachte, die Munitionskisten wären auch wieder gefüllt. Aber Pustekuh. Na gut, dann haben wir zumindest eine defekte Minigun, weil wir sie zerschossen haben, ne? Gut, vielleicht sollten wir das Waffe aus der Hand schießen dann auch nicht ganz so oft machen. Dann können wir die hier liegen lassen. Und im Prinzip gleich weiterziehen, nachdem wir ein Nickerchen gemacht haben. Oder auch zwei, 3 PM. Ja, das ist in Ordnung. Nehme ich. Ab nach Germantown. Machen wir mal die Markierung. Aufgaben. Die Gefangenen aus Big... Naja, doch, die Gefangenen aus Big Town in Germantown retten. War jetzt so ein bisschen komisch, der Satz für mich. Habe ich denn noch irgendwas dabei? Ja, außer den Flammenwerfer. Na gut, der muss es dann machen, ne? Der Flammenwerfer. Ich war ein bisschen übereifrig beim Verkaufen. Ich habe die Munition vom Lasergewehr vertickt. Ich dachte, okay, weil wir sowieso Energiewaffen nicht richtig gemacht haben, dann komme ich mit den anderen Waffen schon zurecht. Aber dass die Supermutanten hier schon wieder so viel schlucken, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Dann mal los. Mit dem überdimensionierten Brennstofftank auf dem Rücken geht's hier nach Germantown. Vorsichtig. Es geht schon wieder los. Speichern. Na, dann räuchere ich euch eben alle aus. Ihr Grünhäuter. Oder ich finde hier noch ein bisschen Muni. Schön alles durchladen. Na? Polizeihauptquartier Germantown entdeckt. Alles leer. Alles leer. Natürlich, außer die abgesägte Schrotflinte, mit der wir direkt vor den Gegner laufen müssen,
Aber immer noch besser als gar nichts. Das sieht nicht gut aus für uns. Aber ist okay. Kriegen wir hin. Mit ein wenig Muße. Ich habe jetzt nicht zufällig noch Psycho dabei. Das könnte ich nämlich sehr gut gebrauchen, das Zeug. Hilfe. Nein, kein Psycho. Dann halt eben ohne Psycho. Hey, na, wie geht's dir denn so? Hm? Ich brauch deine Money, Mann. Ich brauch deine Money. Geil, sehr schön. So habe ich mir das vorgestellt. Sonst noch was? Gleich mal nachladen. Zustand ist noch in Ordnung. Das Teil wird das Polizeihauptquartier in Germantown schon rocken. Aua! Hey, bleib stehen! Mhm. Splittergranate, naja. Im schlimmsten Fall würde ich die sogar einsetzen. Hier könnte man sogar noch ein Powernapping machen, bevor wir dann reingehen. Um Stimpaks zu sparen. Blutbeutel, verstümmelter Arm. Iiii, wie eklig. Also manche Sachen hier in Fallout 3 sind schon relativ grenzwertig. Aber okay, ne? So eine Postapokalypse ist halt kein Zuckerschlecken. Germantown. Police Headquarters. Und ein wenig steht der Regen wieder in der Luft. Nur nicht vergessen. Also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Vielleicht habe ich es ja vergessen. Ich glaube, so richtigen Regen, so immersiv wie hier, mit dicken Tropfen, das gab es nicht im Vanilla Fallout 3. Aber da halte ich mich jetzt mal lieber zurück mit Behauptungen. Außerdem brauche ich jetzt hier gerade vollen Fokus, da ist schon wieder einer. Hat er mich erkannt? Ja, ja, ja. Da schreist du, ne? Es tut ja auch weh. Aber leider können wir hier von dir nichts mitnehmen. Hm, okay. Da hinten wären noch ein paar Wracks und so. Vielleicht gucken wir uns die mal an, bevor wir reingehen. Ein paar Trümmer meinte ich natürlich. Wracks sind was anderes. Wobei das ein oder andere... Ach doch, ist ein Wrack. Hier geht's nicht rein, ne? Und hä? Oh. Oh! Menschliche Konsorten. Haben die Waffen? Schusswaffen? Oh! Alter, ich wollte doch Stimpak sparen. Ich habe jetzt aus Versehen gerade einen Red Away genommen. Oh mein Gott. Ah, zumindest ist es jetzt gerade besser gelaufen. Kommt her. Hey, kommt her, Freunde. Mit nicht grüner Haut. Katsching. Das ist so makaber. Aber es musste sein, es war Selbstverteidigung. Peinstarre Rüstung. Weiß ich gerade nicht, weiß ich nicht. Nehme ich jetzt mal mit. Muss mir mal immer einen Screenshot machen von meiner Klamottenliste. Damit ich nicht jedes Mal nach
Megaton muss, um zu gucken, ob ich diese oder jene Kleidungsvariante schon habe. Aber okay, oh, Money, yeah. Oh Gott, das will, Dankeschön. Können wir so gut gebrauchen. Steck ein. Lackierpistole, nee, die nicht. Die ist eklig. Das brauche ich nicht. Das Blatt hat sich gewendet. Zumindest ein bisschen. Aber der Flammenspeier ist sowieso das Allerhärteste, was wir gerade dabei haben. Oder überhaupt, was wir überhaupt haben. Aber das chinesische Sturmgewehr ist auch schon super. Cool. Ein Glück sind wir hier hochgegangen. Ist hier vielleicht noch was? Nee. Das war nur ein kleiner Raider-Außenposten. Aber jetzt wirklich. Erstmal ein Nickerchen machen, dann das Terminal und dann gehen wir rein in die Basis. In die Germantown Police Headquarter Basis. Höp. Und höp. Man weiß ja nicht. Also hier können wir rein. Schön. Gut zu wissen. Und dann, ich glaube, ich habe unten noch einen Eingang gesehen gehabt, hier um die Ecke. Ja, da ist er. Aber erstmal hier zu meinem verdienten Nickerchen. Die Matten lagen irgendwo hier rum. Die ekligen Matten. Ein Glück kann man sich hier nicht mit Krankheiten infizieren. Bei Fallout 76 hast du gleich, weiß ich nicht, Parasiten oder so. Du musst gleich doppelt so viel wie sonst trinken. Das ist schon hart. Aber so ein paar Survival-Aspekte würden Fallout 3 echt gut stehen. Das mag ich ja eigentlich. So regelmäßiges Essen und Trinken müssen in RPGs ist für mich eine feine Sache. So, Terminal. Na, ist das eine Falle? Nee, das ist ein richtiges Terminal. Protokolleintrag 08. Wobei, wir fangen vielleicht mit 01 an. Wir erhielten am frühen Abend den Mobilisierungsbefehl. Meine Sicherheitsüberprüfung reicht nicht aus, um das von offizieller Seite zu erfahren, aber verlässliche Quellen sagen mir, dass die Gefahr eines chinesischen Angriffs droht. Ich wage es nicht, das den Mädels zu erzählen. Die meisten sind ziemlich solide, aber ich kann mir nicht sicher sein, dass nicht einige davon desertieren, um mich und ihre Familien zu schützen und damit nur Panik verbreiten, besonders anhand unbestätigter Gerüchte auf Grundlage noch unzuverlässiger Daten des Verteidigungsministeriums. Wir hatten noch keine Einsatzbesprechung, aber wahrscheinlich können wir davon ausgehen, dass wir Evakuierungsdienste im ländlichen Raum leisten werden. Unsere Einheit war bei den letzten Drills nicht sehr erfolgreich und die Stars kriegen immer noch die Stadtgebiete, während wir Bauern und Einsiedler in den Hügeln zusammentrommeln dürfen. Eintrag 02. Das kann gar nicht wahr sein. Wir wissen nicht einmal, ob es die Chinesen waren, aber DC wurde getroffen. Lieber Gott, Andreas Einheit war auf der Autobahn mitten in der Stadt im Einsatz. Großer Gott, noch mehr Bomben. Was geschieht hier nur? Totale Apokalypse. Das jüngste Gericht, Eintrag 03. Unsere Einheit wurde einer Gruppe der Nationalgarde zugeordnet. Sie sind die ganze Nacht durchgefahren und kommen aus Pennsylvania. Wir tun unser Möglichstes, die Überlebenden zu beschwichtigen, während die Jungs Kraft sammeln. Jeden Tag werden die Plünderungen schlimmer und das hier ist eine kleine Stadt. Es kann nicht mehr viel übrig sein und in der Kantine gab es bereits eine tätliche Auseinandersetzung. Ich fürchte, die Gardisten sind gerade noch rechtzeitig gekommen. Eintrag 04. Dolores und Rebecca haben heute Nacht desertiert. Immerhin haben sie uns bei der Aktion nicht ausgeraubt. Ich hatte Rebecca die Schlüssel zur Kantine und zur Quelle anvertraut, die wir am ersten Tag verschlossen hatten. Mehrere Überlebenden redeten unsinniges Zeug. Sie wollten sich in einem nahegelegenen Vault verstecken. Wahrscheinlich sind die Mädels mitgegangen. Dämliche Aktion. Wenn es irgendjemand rechtzeitig in die Dinger geschafft hat, werden sie jetzt garantiert keinen mehr reinlassen. Nun, ich schätze, ich sollte froh sein, dass wir
ein paar weniger Mäuler zu stopfen haben. Eintrag 05. Ich habe den Rat des Unteroffiziers befolgt und die schlimmsten Verstrahlungsfälle unter Quarantäne gestellt. Wir wissen, dass sie nicht ansteckend sind, aber die meisten Überlebenden wissen das nicht und so können wir leichter Ruhe bewahren. Außerdem ist es so leichter, bei die Toten bei Nacht hinauszuschaffen. Es geht weniger darum, dass sie sterben, sondern eher darum, wie sie dann aussehen. Alle denken, sie verlieren ein paar Haare und kriegen vielleicht einen Ausschlag, aber es ist viel, viel, viel schlimmer. Eintrag 06. Uns geht langsam das Preußisch-Blau aus. Zum Glück wissen die meisten von ihnen nicht, was das bedeutet. Dafür bin ich dankbar. Einer der Ärzte vor Ort im Lager weiß von einer Krebsbehandlungseinrichtung in der Nähe. Wir schicken einige Gardisten auf Erkundungstour, wenn sie viel Gastrim herbeischaffen können, ist es uns vielleicht möglich zu verhindern, dass sich die Strahlungskrankheit noch weiter ausbreitet. Eintrag 07. Ich fühle mich mittlerweile mehr wie ein Prediger als wie eine Krankenschwester. Wir haben alle Hoffnung verloren, dass die Reservisten zurückkehren. Ich kann nur hoffen, dass sie mit einem Rest Ehre gestorben sind und uns nicht einfach im Stich gelassen haben. Ohne Medizin sterben die Leute an Strahlenkrankheit. Es besteht keine Behandlungsmöglichkeit. Wir können nichts tun, als ihnen ihre letzten Tage so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn die Schmerzmittel und der Whisky alle sind, können wir ihnen nur noch Gebete anbieten. Ich bedecke heutzutage meinen Kopf. Ich will nicht, dass sie sehen, wie viel Haar ich bereits verloren habe. Boah. Protokolleintrag 08. Ich schätze, ich sollte mich in aller Form verabschieden. Ich weiß nur zu gut, wie hoffnungslos die Lage ist, aber vielleicht ist eine meiner Schwestern noch dort draußen. Ich kann nicht einfach ohne irgendeine Art von Abschied gehen. Ich möchte, dass man weiß, dass ich alles getan habe, was in meiner Macht stand. Ich habe mich bemüht und wünschte nur, als Letzte sterben zu dürfen, damit ich allen anderen hätte helfen können. Wow, das geht durch Mark und Bein. Echt übel. Aber bringt ja nichts. Wir müssen weitermachen. Da wartet jemand auf uns. Da vertraut jemand auf uns. Und dieses Vertrauen wollen wir natürlich nicht enttäuschen. Aber erstmal ein Nickerchen, ne? Ich glaube, wir schlafen jetzt einfach mal gleich bis morgen früh. Bis 6:30 Uhr oder 5:30 Uhr. Machen wir 5:30 Uhr draus, ne?